Das ist schon wieder sowas. Jetzt teilen wir nur noch diese Sterne, Remu. Das Ankh lässt mich in deine Welt schauen, mein Sohn. Es wird den Nil entlang und durch das Schilfmeer getragen, über die Mündung der Schluchten hinaus und immer weiter. Das Ankh wird von Seshat getragen, der Göttin der Schrift. Die Gattin und Tochter Tots erinnert uns daran, dass wenn wir nicht aufzeichnen, was war, es auch nicht existiert. Die Herrin des Hauses der Bücher hält dich zum Himmel, beaufsichtigt die wichtigsten Schriften. Ich hüte das Ankh Rehs, Horus und des Himmels zur Erinnerung, dass wir immer eins sind, Remu. Seshat hat die Schnur gespannt und beim Bau des Fundaments unseres Ankhs geholfen. Das Symbol ist mit Falkenschädeln auf unsere Dächer gebrannt und in den Fels auf meinem Herzen gebettet. Ja, ich hab's. Brauche ich bestimmt für etwas, oder? Hier ist auch noch was. Das kann ich aber mit dem hier am besten erreichen. Deswegen gehe ich weiter runter. Hier ist ja auch noch was, was ich noch nicht entdeckt habe. Will ich ja auch noch machen. Gucken, was da ist. Und was das ist, will ich auch noch wissen. Okay. Gehen wir zu der Insel da drüben. Da das hier eine Wüste ist, ist es wahrscheinlich einfacher hier zu reisen mit dem Kamel auch. Vor allem, hier gibt es ja nicht so viele Felsen. Das ist bestimmt wieder versunkener Schatz. Und bitte, 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 geh schon auf. Dass ich da wirklich rein muss. Ich bringe ihn später zurück. Yay. Ich bringe ihn später zurück. Aber ich denke mal, du brauchst es nicht mehr. Und
Warum schon wieder? Stützhein! Teddybar-Botter, was ist los? Nee. Mein Chat wahrscheinlich. Da steht schon wieder willkommen im Chat. Ja, aber hier ist doch nicht. Es ist immer noch Erkundungsgebiet. Ja. Das könnte es sein. Ich steck mal ab. Das gehört nämlich noch zum Erkundungsgebiet. Was sind meine Äuglein denn da? Das ist kein typisches Banditenlager. Eine Statue Sachmits? Der Rachegöttin? Hier haben die Schatten also ihr Nest. Zeigt euch! Es ist niemand zum da. Glück? Ich will nicht, dass die uns hier, verprügeln. Die sind stark. Bist du verrückt? Hinweise suchen, aber was für Hinweise suche ich denn? Ah, da steht noch mehr. Hier drin. Die Spur ist frisch. Die Spur ist frisch. Die Spur ist frisch. Fußspuren. Was ist das da in der Wüste? Nicht dein Feind, Kawab. Das hier ist nicht nötig. Für den großen Tahaka! Auf ewig Regent von Letopolis! Okay. Tahakas Junge ist erwachsen. Dropkick! Und du, Magi, bist alt geworden. Kawab? Kenn ich den? Du willst Tahakas Ehre verteidigen, doch du vergisst, dass er nie eine hatte! Mein Vater war der große Regent von Letopolis.
Wo bist du hin? Alter, was ist los mit dir, Street Fighter? Das ist so schwer! Heil dich! Warum Faustkampf? Das ist töricht! Du bist nicht so wie dein Vater! Für seine Ehre! Der reicht ja auch immer so gut aus. Shit. Alter, wenn ich das jetzt verliere, ist scheiße. Verflucht! Meine Familie ist verflucht, durch deine Hand zu sterben, Bayek. Dein Vater schon. Aber du nicht. Du bist unschuldig. Es gibt nur Dunkelheit. Du kämpfst gut. Und hast mit den Skarabäus-Schatten tüchtige Krieger erschaffen. Oh ja. Jetzt geh doch kaputt, Mann! Alter! Komm her! Go!
Ja! Sieh! Boah. Gewinnst du? Mach ein Ende. Kawab. Du musst nicht die gleichen Fehler machen wie dein Vater. Was bleibt mir denn anderes übrig? Ich war dir auf der Spur, kaum dass ich reiten und jemanden erstechen konnte. Versuch gar nicht erst, meine Meinung zu ändern. Ich kann dir sagen, dass dir mein Tod keine Erlösung bringt. Mach ein Ende. Töte mich. Meine Existenz war ohnehin ein Fehler. Ich will dir etwas zeigen. Komm mit mir, Kawab. Wohin? Schick mich einfach zu meinem Vater. Dein Vater hat seinem Vater die Zunge abgehackt und sein Volk unterdrückt. Die Familie ist nicht immer die beste Gesellschaft. Er wurde auch als Held verehrt. Und als Anführer. Warte mal, ist das der Junge, dem ich seinen Vater getötet habe? Stimmt, ich wollte nie töten. Ich wurde dazu getrieben. So war es auch bei mir. Doch ohne Sinn. Mit Missetaten also die Götter. Warte mal. Und Ma'at hat mir eine Lektion der erteilt. Skarabeus, ich bin oder? Nichts, wenn ich meinen Vater nicht ehre. Dann frag ihn, warum er Kindesmörder unterstützt und dich verraten hat. Was soll ich denn tun? Ich habe sonst nichts. Du könntest uns beitreten, den Verborgenen. Eurer Bande von Mördern im Schatten? Wir sind mehr als das. Wir haben einen Kodex. Früher hatte ich eine Familie. Ich gab all das auf, weil ich keine Wahl hatte. Und wenn ich Nein sage? Es gibt nur eine andere Option. Diese Wüste ist mein Friedhof. Oder deine Erlösung. Tritt uns bei. Dies wollte ich dir zeigen. Endlose Wüsten und Berge. Hörst du den Wind im Sand flüstern? Die Wüste ruft uns manchmal. Wirst du ihr antworten oder lässt du dich von ihr verschlingen? Mein ganzes Leben besteht aus Rache und Töten. Doch ich glaube, was du sagst. Gib mir die Kraft, Ma'at, zu überwinden, was ich bin. Und ein Schatten aus Stärke und Vorsatz zu sein. Wenn du dich aufgibst, dann wirst du einer von uns. So sei es. Ich verleugne meinen Namen, meine Familie und finde eine neue als Befreier. Und zwar an deiner Seite, oh. Bayek. Jetzt bist du ein Verborgener. Nice. Also, das ist eine hammer krasse Quest. Nice.